Einen wunderschönen guten Abend an die zahlreich erschienenen Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie im Namen von FX Flat recht herzlich zu unserem heutigen Webinar Kleines Konto Großtraden mit Mario Lüdemann willkommen. Bevor ich an Mario übergebe, noch ein kurzer Hinweis oder kurze Bemerkung zu den Risikohinweisen. Alle Analysen, Meinungen, Kurse oder anderweitige Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht als Handelsempfehlung aufgefasst werden. Sie treffen Ihre eigene Handelsentscheidung und die Meinung des Referenten muss nicht immer oder muss nicht die von FX Flat entsprechend oder der von FX Flat entsprechend. Mario, du bist soweit? Ich bin soweit, wir können loslegen. Dann übertrage ich. Viel Spaß. Dankeschön. So, dann werde ich jetzt auch meinen Bildschirm übertragen. So, dann hoffe ich, dass ihr alles sehen könnt. Begrüße euch auch recht herzlich zum heutigen Infowebinar zu Kleines Konto Groß Traden. Ja, Kleines Konto Groß Traden liegt mir seit vielen, vielen Jahren am Herz, weil ich ja auch selber vor genau 25 Jahren im Jahr 1996 angefangen habe, tatsächlich mit einem kleinen Konto, nämlich 5.000 damals noch Mark. Und habe es dann geschafft, in gut 5 Jahren das Konto wirklich schön hochzuhandeln auf einen 7-stelligen Betrag. Und wir machen jetzt seit 5 Jahren kleines Konto, groß Traden und freue mich auch darüber, dass ich auch heute bei FX Flat hier das Infowebinar halten kann zu kleines Konto, groß Traden. Ich will auch gar nicht groß ins Florgeplänkel gehen. Hier ist ein Mann, den kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Das ist André Costellani, ist eine richtige Börsenlegende und hat einige gute Weisheiten damals so mitgebracht. Das eine, was mir immer im Kopf geblieben ist, ist das Geld, was wir an der Börse verdienen, ist Schmerzensgeld. Und er meinte damit natürlich, am Anfang sind meistens erst die Schmerzen und dann kommt das Geld. Und da hat er natürlich auch recht, bei den meisten Tradern ist das auch tatsächlich so. Und einen zweiten Spruch, den ich mitgebracht habe, und der passt natürlich auch geradezu, kleines Konto, groß Traden, ist, wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf spekulieren. Und wer kein Geld hat, muss spekulieren. Und da ist ja auch wirklich viel dran. Als ich damals angefangen habe, vor gut 25 Jahren, da hatte ich wirklich fast kein Geld mehr. Wir haben all unser Geld, was wir hatten, in Immobilien stecken gehabt. Und wir hatten noch genau 5.000 Mark damals gehabt. Und davon haben wir damals die Deutsche Telekom-Aktie gekauft, Neuemission. Und die hat sofort am ersten Tag über 20% Gewinn gemacht. Und das war für mich natürlich so der erste Einstieg, wo ich gedacht habe, ja, okay, Börse scheint relativ einfach zu sein. Das probierst du mal aus. War natürlich am Ende des Tages nicht wirklich so. Das heißt, viele Auf und Abs. Wir gucken uns jetzt natürlich auch einige Dinge heute an, was man braucht, um überhaupt auch erfolgreich an der Börse zu starten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr auch gerne in den Chat. Ich werde sie am Ende beantworten, weil ich bin heute in München noch im Hotel. Das heißt, ich habe keinen zweiten Monitor, wo ich eure Fragen parallel sehen kann. Ich würde deshalb die Fragen am Ende beantworten. Diesmal ausnahmsweise, wie gesagt, ich bin hier noch im Hotel. Wir hatten gerade das Wochenende inklusive heute die 90-Tage-Trader-Ausbildung. Von daher heute mit ein bisschen eingeschränkter Technik. So, die größte Frage, die aber bei den meisten Tradern tatsächlich ist, und vielleicht findet ihr euch bei einem der Fragen ja auch wieder, ist, wie fange ich denn am besten eigentlich an, wenn ich erfolgreich traden möchte, kontinuierlich Gewinne machen möchte und womöglich ein kleines Konto habe oder vielleicht ein mittelgroßes Konto habe. Welchen Broker, welche Software, ja, welche Aktien soll ich handeln, Indizes oder vielleicht doch lieber Devisen? Nun ja, welcher Broker? Die Frage ist für die meisten wahrscheinlich von euch schon geklärt hier bei FX Flat. Wir sind ja langjährige Partner FX Flat und ich. Wir haben schon seit vielen Jahren eine geschäftliche Beziehung insofern, dass mein Konto auch bei FX Flat ist und wir auch seit vielen, vielen Jahren den großen Marktausblick zusammen machen und FX Flat natürlich auch schon bei vielen unserer Präsentationen oder Veranstaltungen bei Rendite Unlimited dabei war. Das heißt also, der Brokerauswahl ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Aber auch Software ist halt immer wieder so ein Ding. Also welche Software will ich denn jetzt eigentlich nutzen? Nutze ich den Agena Trader, den ich ja viel nutze, oder nutze ich eine kostengünstige Alternative wie beispielsweise TradingView oder reicht mir beispielsweise die TWS als Trader Workstation, um hier agieren zu können?
Oder wie finde ich überhaupt profitable Trades? Das ist eine Frage, die eigentlich immer wieder gestellt wird, nicht nur bei kleinen Konten, sondern auch jetzt hier am Wochenende bei der Trader-Ausbildung. Also wie kommt man eigentlich auf diese profitablen Trades? Immer steigen gerade die Aktien, die ich nicht im Depot habe. Und das war auch heute besonders spannend. Und vielleicht kennt ihr das auch. Na, man hat jetzt geschaut, okay, der amerikanische Markt läuft nicht so gut. Der deutsche sah deutlich besser aus. Das habe ich ja auch im Wochenausblick auf letzte Woche schon gesagt. Und heute zum Beispiel der DAX geht einfach durch die Decke. Und da sind es dann natürlich häufig dann zyklische Werte wie die Automobilindustrie oder auch Banken. Und wenn man da nicht dabei ist, dann ist das halt immer blöd. Man sieht, der Markt steigt 3%, man ist selber nicht dabei. Das heißt, jetzt möchte ich natürlich auch zeigen, wie findet man die profitablen Trades? Und welche Einstiegssetups funktionieren denn wirklich? Ich weiß das selber, wenn man anfängt zu traden, man schaut immer links und rechts und versucht hier immer die besten Möglichkeiten für sich zu finden. Dann probiert man die eine Strategie aus und die andere. Und vielleicht ist das auch profitabel, aber bei den meisten ist es so, die haben das eine oder andere probiert, vermischen das auch manchmal und merken dann, ich habe zwar jetzt so viel Informationen, aber weiß eigentlich gar nicht, wie kann ich die ganzen kanalisieren. Ne? Das ist wieder so ein Trichter, wo man alles reinpackt, aber am Ende muss man halt schauen, dass man auch wirklich die richtigen Dinge dann zusammenbringt. Und vor allen Dingen, wann verwende ich denn überhaupt welches Setup? Weil nicht jedes Setup funktioniert natürlich in jeder Marktsituation. Ja, und dann immer die spannende Frage, wie soll ich überhaupt mit Stops umgehen? Wie soll ich meine Stops verwalten? Manchmal hat man auch so das Gefühl, immer da, wo der Stop gerade liegt, da kommt jemand und löst diesen Stop gerade aus. Da ist irgendwie so ein Großer da, der meine Stops sieht. Also auch das Gefühl kennen sicherlich einige von euch. Und ja, dann hat man immer das Gefühl, bin gerade ausgestoppt und dann läuft die Party eigentlich erst richtig weiter. Ja, und wann steige ich denn am besten aus? Wenn ich weit im Gewinn bin, ich habe eine Aktienposition, die wirklich gut gelaufen ist, warte ich drauf, bis ich ausgestoppt werde, oder gibt es vielleicht Gründe, warum ich vielleicht vorher aussteigen sollte aus einer Aktie? Denn im Nachgang sieht alles immer ganz easy aus. Aber wenn man drinne ist in dem Trade, dann steht man halt häufig vor Problemen. Und deswegen ist eben ein Handelsplan so wichtig. So, wenn ihr eine der Fragen habt, wo ihr sagt, ja, da finde ich mich wieder oder vielleicht mehrere, dann seid ihr sicherlich auf gutem Weg, heute beim Infowebinar mit dabei zu sein und vielleicht auch, wenn es euch gefällt, bei kleine Konten dann live mit dabei zu sein in den kommenden Wochen. Start kleines Konto, groß traden. Das ist immer für mich immer ganz besonders, wie gesagt, vor 25 Jahren selber mit einem kleinen Konto angefangen. Wir haben vor 5 Jahren mit kleinem Konto dann auch diese Live-Webinar-Reihe haben stattfinden lassen. Was braucht man denn eigentlich, um als Trader mittel- und langfristig überhaupt profitabel handeln zu können? Und das eine ist natürlich Fachwissen. Und viele von euch haben sicherlich auch einiges schon an Fachwissen. Das ist auch wichtig, denn egal, was wir ja beruflich machen, ob wir jetzt Trader sind oder ob wir im Hauptberuf was anderes machen, egal ob Maler, Zahnarzt, was auch immer, überall braucht man ein gewisses Fachwissen. Auch an der Börse ist das wichtig. Es ist ja nicht ohne Grund, dass nicht jeder, der an die Börse geht, auch erfolgreich ist. Da brauche ich auch gar nichts zu erzählen. Das wissen auch die meisten von euch. Das sieht man schon, egal bei welchem Broker man sein Konto hat. Da wird ja auch veröffentlicht, wie viele Kunden erfolgreich sind und wie viel nicht. Also das heißt, ein bestimmtes Wissen muss man einfach mitbringen, um hier erfolgreich handeln zu können. Aus meiner Erfahrung heraus und aus vielen, vielen Hunderten von Seminaren und Coachings ist eins aber ganz, ganz wichtig. Der Wille zum Erfolg ist unbezahlbar. Also das fachliche Wissen ist eins, aber dieser Wille tatsächlich dann auch erfolgreich zu werden und nicht nur ein bisschen zu spielen, ein bisschen zu gambeln und zu hoffen, naja, vielleicht kommt am Ende des Tages vielleicht 100, 500 Euro oder 1000 Euro als Gewinn raus. Das solltet ihr auf jeden Fall mitbringen. Und ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, aber grundsätzlich auch die Bereitschaft, aus euren eigenen Fehlern zu lernen. Das ist der Grund, warum man nicht nur einen Handelsplan hat, sondern am Ende des Tages auch ein Trading Journal, weil wir haben auch hier die Umfrage gemacht und das war wieder super spannend von den Teilnehmern, die ein Handelsjournal geführt haben. Auch hier war es wieder so, mehr als 80% der Teilnehmer, die dieses Wochenende bei der Trader-Ausbildung dabei waren, die waren erfolgreich. So, die sind im Gewinn gewesen und das ist eben sehr spannend. Das heißt also nicht nur, weil man ein Trading-Journal führt, ist man automatisch erfolgreich. Das wäre jetzt auch zu kurz gesprungen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr, sehr groß, dass man dann erfolgreich wird, weil man aus seinen Fehlern
lernen kann. Wir stellen natürlich auch immer die Gegenfrage, wer hat kein Handelsjournal und wer ist da erfolgreich? Natürlich gibt es auch da Trader, die erfolgreich sind, aber die Quote derer, die break-even handeln oder im Verlust sind, ist riesengroß. Und deswegen ist es einfach ein gutes Verhältnis, ein Handelsjournal zu führen. Wir hatten jetzt auch das Glück, dass ganz, ganz viele ein Handelsjournal geführt haben. Aber grundsätzlich, das ist einfach das Ding. Man sollte die Bereitschaft mitbringen, aus Fehlern zu lernen und am Ende des Tages dann auch diszipliniert zu sein. Das gehört ja dann auch mit, aus den Fehlern zu lernen und dann eben dann das Ganze auch diszipliniert natürlich dann umzusetzen. Ja, und wenn man das erreicht hat, dann ist man eigentlich gar nicht mehr weit davon weg, nämlich sein eigenes Ziel vielleicht zu erreichen. Denn das ist ja auch bei jedem Unterschied. Es geht ja gar nicht bei jedem vielleicht darum, später nicht mehr arbeiten zu müssen oder was auch immer. Sondern für viele ist es ja auch einfach so, dass man sagt, okay, vielleicht schaffe ich ein zweites Standbein damit. Vielleicht kann ich auch später vielleicht ein bisschen früher in Rente gehen. Was wir jetzt ganz, ganz viel hatten in den letzten Wochen und Monaten, natürlich durch Corona auch, dass viele natürlich auch Zeit haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sagen, naja, es wäre ja cool, wenn ich vielleicht ein paar hundert Euro oder auch vielleicht den einen oder anderen Tausender kontinuierlich nebenbei mit Trading verdienen könnte. 5, 6 Sätze zu mir. Viele von euch werden mich sicherlich kennen. Ich handle seit 1996, bin aber erst gut 2,5 Jahre später dann den Schritt gegangen, das hauptberuflich zu machen. Das heißt, ich war vorher im Vertrieb tätig gewesen, war früher Vertriebsleiter gewesen und habe damals mit 5.000 Mark, wie gesagt, angefangen. 1998, also gut 2,5 Jahre später, habe ich mich dann entschlossen, ja, Trader zu werden. Und das war gar nicht so ein ganz einfacher Entschluss, denn 1997 ist mein ältester Sohn geboren, 1999, Anfang 99 ist mein zweiter Sohn geboren. Meine Frau hat zu der Zeit auch nicht gearbeitet und dann so eine Entscheidung zu treffen, ich gebe meinen guten Job auf, um dann Börsenhändler zu werden, das ist schon ein Ding gewesen, aber ich habe tatsächlich zu diesem Zeitpunkt neben meiner Arbeit her mehr Geld verdient mit Trading als eben im Hauptberuf und das war für mich dann einfach der Punkt und das hat auch meine Frau damals so gesehen, das ist ein guter Punkt, um tatsächlich dann an die Börse zu gehen und eben hauptsächlich davon zu leben. Und hauptsächlich heißt dann tatsächlich, wir haben dann ausschließlich davon über 15 Jahre gelebt, bevor meine Frau wieder angefangen hat zu arbeiten. Und das ist auch eine total schöne Situation gewesen, weil ich habe halt einfach gesehen, wie meine Kinder aufgewachsen sind. Ansonsten habe ich ganz, ganz viele Ausbildungen in den letzten 7 Jahren gemacht. Ich bin mindestens 8 Wochen, meistens sogar 12 Wochen im Jahr auf Weiterbildung, weil ich einfach daran glaube, dass das beste Investment, was wir tätigen können, ist das in uns selber. Und dazu gehören halt viele persönliche Weiterbildungen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, gerade eben auch, weil das Thema Trading ja nicht nur fachliches Wissen fordert, sondern der größte Anteil, und das beweisen ganz, ganz viele Studien, ist tatsächlich die Psychologie im Handel. Das kennt ihr vielleicht auch. Angst und Gier, das sind einfach mal so ein paar Dinge, die dazu beitragen. Wie gesagt, Telekom-Aktie war so das erste Ding, was ich gemacht habe. 1999, also eigentlich ein Jahr, nachdem ich mich entschlossen habe, Daytrader zu werden, war prozentual gesehen tatsächlich der mit Abstand größte Gewinn, den ich damals gemacht habe. Das war also wirklich prozentual mehrere 100% Gewinn. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Zeit des neuen Marktes, vielleicht weiß der ein oder andere auch noch so ein bisschen was von dieser Zeit, die war natürlich auch eine ganz andere im Handel, als das heute ist. Ihr könnt das so ein bisschen vergleichen, so wie die letzten 3 Jahre mit den Bitcoins. Ne? Also wie da die Post abgegangen ist, so ist es im neuen Markt tatsächlich auch in den Jahren 98, 99 und 2000 abgegangen. Ja, und dann war es auch nicht mehr ganz so schwierig, dann am Ende des Tages hier einen großen Gewinn draus zu machen, dass es dann nachher 1 Million Gewinn war, war natürlich super und hat mich auch riesig gefreut. Aber das ist auch zum Teil dem geschuldet, dass es wirklich eine sehr, sehr gute Marktphase war. Ich habe dann als hauptberuflicher Händler im Durchschnitt mehr als 5.000 Trades pro Jahr durchgeführt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, das sind ungefähr 25 Trades pro Tag, um das mal runterzubrechen, damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, was man so als hauptberuflicher Daytrader so am Tag leistet. Also es ist nicht so, dass man den ganzen Tag davor sitzt und Däumchen dreht und 1, 2 Trades macht, sondern wenn man dort 5- oder 6-stellig verdienen möchte, dann muss man auch ein bisschen was dafür tun. Wie gesagt, viele Weiterbildungen, unter anderem eben mehrere Ausbildung auch im Bereich des Train the Trainers.
kommen wir jetzt zu kleinen Konten. 2017 war es dann soweit. Der Verlag damals, der Finanzbuchverlag, hatte mich schon 2016 angesprochen, ob ich nicht ein Buch zu dem Thema schreiben möchte, weil das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Ich habe ja auch einen Vortrag gehalten, kleines Konto, Großtrading, den übrigens zwischenzeitlich mehr als 520.000 Trader und Investoren gesehen haben. Also und da war es natürlich naheliegend, dass der Verlag dann irgendwann kam und fragte, ob ich ein Buch zu dem Thema schreiben möchte. Hat mir fast ein Jahr Zeit gelassen mit der Entscheidung und freue mich heute auch, dass ich das gemacht habe. Und worauf ich besonders stolz bin und vor allen Dingen sehr dankbar, wir haben allein im letzten Jahr mehr als 3.000 Seminarteilnehmer gehabt und das in dieser schwierigen Zeit von Corona. Das fand ich schon sensationell. Also zum einen Dank natürlich an all die Teilnehmer, da die dabei waren, aber auch an mein Team. Wir sind ja 4 Vollzeitkräfte zwischenzeitlich bei uns im Handelsbüro. Also auch da gilt mein Dank natürlich auch hin. Und dann am Ende tatsächlich nochmal hier auch mein Dank an euch, denn ich bin im letzten Jahr nominiert worden und gewählt von euch, von den Tradern zum Trader des Jahres. Ich habe den Black Bull Award 2020 gewonnen. Und ich werde dann ganz am Ende dann auch nochmal kurz darauf eingehen, weil das war wirklich einfach eine richtig, richtig coole Zeit und ich bin für das Ganze echt wirklich sehr dankbar. Zum einen, dass ich nominiert wurde und zum anderen natürlich auch, dass ihr mich dazu gewählt habt. Und ich würde mich natürlich riesig, riesig freuen, wenn ihr mich dieses Jahr auch wieder wählt. Ich packe auch einfach jetzt mal den Link in den Chat. Dort könnt ihr abstimmen. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze macht. Werde am Ende, wie gesagt, auch nochmal eine Minute kurz drauf eingehen. Damit würde ich mir natürlich einen riesen Gefallen tun, weil ich würde natürlich auch gerne diesen Award auch 2021 gewinnen. So, jetzt kommen wir nochmal zum Trading. Also, wie sieht also so ein Trading-Tag aus? Wir machen morgens immer die Morgenroutine. Das macht mein Team im Moment, macht das unser Praktikant, der Tommy. Ist jetzt hier nicht auf dem Bild mit drauf. Ansonsten haben wir hier den Jan und den Kai, die schon seit vielen, vielen Jahren bei uns sind. Das heißt, wir überlegen morgens, okay, wie sieht der Markt aus? Was ist im amerikanischen Markt passiert? Was ist im asiatischen Markt passiert? Wie sehen die Volatilitäten aus? Wo ist das größte Momentum? Montags erlebt ihr das ja im Wochenausblick, wo wir dann auch immer schauen, okay, wie sieht der Markt aus? Wenn ihr bei YouTube seid, dann seht ihr immer dienstags den Wochenausblick, es sei denn, ihr seid Newsletter-Kunde bei uns. Das heißt, also, wenn ihr immer schon montags den Wochenausblick haben möchtet, meldet euch einfach über unseren Link als Newsletter an und dann bekommt ihr alle Webinare immer, die kostenfrei sind, die Links dazu und natürlich auch immer den Wochenausblick schon einen Tag früher. Das ist das Team und die arbeiten mir im Großen und Ganzen zu. Das heißt also sowohl bei den Analysen als natürlich auch bei der Betreuung. Wenn ihr mal Fragen habt oder Mails bei uns ankommen, dann landen die bei uns vorne im Team. Und da bin ich auch froh darüber, dass wir so ein tolles Team haben. Also es ist wirklich viel Teamarbeit. Das wird man bei einem kleinen Konto am Anfang noch nicht haben. Das habe ich auch die ersten 15 Jahre nicht gehabt. Habe dann nach 15 Jahren den ersten Mitarbeiter gehabt, der mir viel abgenommen hat. Und wie gesagt, heute haben wir ein Team aus 4 Vollzeitkräften und 4 Teilzeitkräften bei uns im Handelsbüro in Ostwestfalen. Das ist mein Arbeitsplatz. Der ist gar nicht so groß, verwunderlich, was da passiert. Das ist ein großer Monitor, der in 4 Teile aufgeteilt ist. Auf der einen Seite sind die Charts, die ich halt habe. Auf der anderen Seite entsprechend dann die Handelsplattform, mit der ich agiere. Ja, und das ist eigentlich das, was wichtig ist. Mehr braucht man als Trader eigentlich nicht. Viele haben auch einen Laptop, das geht auch. Ich arbeite ganz gerne mit einem ganz großen Monitor, weil ich dann eben alles im Blick habe. Früher habe ich auch 3 große Monitore gehabt, aber heute gibt es einfach so große Monitore, da reicht meistens auch einer von. Was sind so die Grundlagen im Trading? Und die sind eigentlich relativ simpel und doch machen eben viele Trader hier schon die ersten Fehler. Denn wir haben 3 große Trends, die es gibt und davon sind eben nur 2 profitabel. Es gibt einmal die Aufwärtstrends, die, das wisst ihr selber, häufig relativ lange anhalten, sowohl in den Indizes als eben auch in Einzelaktien. Abwärtstrends, und das ist das, was ich besonders gerne handle, also gerade so die Phase wie letztes Jahr, März und April. Für mich als Investor war das natürlich keine schöne Phase, aber als Trader natürlich perfekt, weil wir natürlich gerade in diesen starken Abwärtsbewegungen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, die wir auch zum Teil in der Technologie in den letzten 10 Tagen gesehen haben, sind dann halt besonders spannend. Und das Spannende ist ja auch, wenn man sich überlegt, naja, Aktienmärkte steigen im Schnitt 6-8% im Jahr. Abwärtstrends oder so Crashs, wie wir es im letzten Jahr hatten, 30, ja im DAX sogar 40% und das innerhalb von 6 Wochen. Also das ist halt eben das Ding, also abwärts geht es halt wirklich schnell und wenn man als Trader mit dabei ist und weiß vor allen Dingen, wie man das Ganze umsetzen kann, soll und muss, um das profitabel zu gestalten, dann ist das einfach ein Riesengeschenk, weil da wird natürlich am Ende des Tages als Trader Geld verdient. Was nicht so cool ist, sind eben
Seitwärtsmärkte, da zumindest mit einem Trendfolgeansatz, so wie man das bei der Markttechnik eben hat, dann sind Seitwärtstrends eben nicht so gut. Wir haben allerdings ein System entwickelt, wie man die Seitwärtstrends relativ schnell erkennt und nicht erst nach 2, 3, 4, 5 Wochen, sondern wirklich relativ am Anfang gesehen. Und das spart natürlich viel Geld, was man nicht hinterher erst wieder verdienen muss, weil das ist ja für viele auch das Problem. Man hat mit Trading angefangen, hat Gewinne aufgefahren, da kommt ein Seitwärtsmarkt. Ja, nach 4 Wochen hat man es dann auch erkannt, aber wäre ja schön, wenn man es eigentlich schon auch nach 3, 4 Tagen erkennt, dass hier der Trend nicht mehr weitergeht. Und in der Theorie, und das ist ja auch erstmal immer wichtig, woran erkennt man Aufwärtstrends? Relativ einfach gesehen, nämlich an dem, dass wir steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte haben, so wie wir das zum Beispiel im DAX gerade sehen. Auf der anderen Seite, in Abwärtstrends haben wir halt fallende Hochpunkte und gleichzeitig fallende Tiefpunkte. So, und ich habe auch mal einen Chart mitgebracht, und zwar ist das ein Monatschart, das ist auch extra so gewählt. Natürlich handeln wir nicht im Monatschart, aber um euch einfach zu zeigen, wie lange auch solche Trends anhalten und was die Grundidee damals auch von Charles Dow war, nämlich dass Trends länger anhalten, als dass sie sich umkehren. Und man kann das hier ganz gut sehen, wenn man diesen langfristigen Chart sich halt auch anschaut. Es läuft halt genauso, wie wir das möchten. Wir haben halt lange Bewegungsarme, kurze Korrekturen, wieder einen langen Bewegungsarm, eine kurze Korrektur, eine lange Bewegung, eine kurze Korrektur und so weiter und so weiter. Das heißt, Korrekturen zu traden, was viele Trader auch machen, das kann man machen. Aber viele Trader sind hier auch nicht wirklich profitabel. Und dann frage ich mich natürlich, warum sollte man dann tatsächlich Korrekturen traden, wenn man, wie man hier sieht, die meistens doch eher klein sind? Ist es doch viel, viel sinniger, diese langen Bewegungen, die wir hier sehen, diese zu handeln. Wie gesagt, nicht im Monatschart, auch nicht im Wochenchart, sondern im Tagesstundenchart oder vielleicht auch Intraday. Und eigentlich ist der Trendhandel, also in der Grundversion, bevor man den nachher adjustiert, auch total einfach vom Verständnis her. Denn es geht eben darum, dass wir gesagt haben, wir möchten auf der einen Seite eben diese steigenden Tiefpunkte und steigenden Hochpunkte haben. Auf der anderen Seite, was den Einstieg angeht, wenn wir mal im Tageschart bleiben, naja, dann haben wir die Möglichkeit hier an so einem sogenannten Punkt 2, also an so einem Hochpunkt hier, nachdem es aus der Korrektur herauskommt, einfach einzusteigen. Wir haben einen Initialstop, den wir hier haben und können dann mit jedem Hoch, was neu entsteht, die Stops Stück für Stück nachziehen. Ich weiß, das ist in der Theorie immer total einfach, weil man muss man es hier nur zeichnen, aber da kommen auch natürlich immer die praktischen Charts. Wir machen ja nachher alles auch in live bei kleinen Konten und das Gleiche gilt natürlich analog auch eben wie letztes Jahr im März und April ja auch oft gezeigt, eben hier auch in Abwärtstrends. So, und jetzt bin ich an die gleiche Aktie auch mal reingegangen und zwar im Tageschart. Und hier kann man ganz gut sehen, hier auch da haben wir 2019 dann hier die Bewegung nach oben gehabt, hier nach unten, wieder nach oben, also diese steigenden Tiefpunkte und steigenden Hochpunkte. Dann ist es wieder zu einer Korrektur gekommen, hier dann zum Ausbruch. Das heißt, hier sind wir halt reingegangen in den Trade mit dem Stop hier unter der roten Linie, also unter den Tiefs. Nachdem es dann wieder ein neues Hoch gegeben hat, das ist höher als dieses hier, haben wir den Stop dann einfach hier nachgezogen. So, und dann geht das Ganze eigentlich Stück für Stück für Stück immer, immer weiter. So, bis man dann am Ende des Tages ausgestoppt wird und sich dann freut, okay, wir haben hier wieder 7, 8, 9, 10% Gewinn mit einem einzigen Trade dann mitnehmen können. Eine Frage, die man sich als Trader allerdings immer wieder stellen sollte, ist, bin ich eher der Trendtrader und das solltet ihr für euch auch immer entscheiden oder seid ihr eher der Bewegungshändler? Wenn man Trendhändler ist, dann macht man das genauso, wie ich das gerade gesagt habe. Man versucht halt einen Trend zu erwischen und handelt diesen Trend einfach nach oben. Allerdings setzt sich so ein Trend eben auch aus zwei Dingen zusammen, nämlich einer Korrektur und einer Bewegung nach oben. So. Und ihr habt vorhin schon mitgekriegt, wir hatten das uns ja auch angeschaut vorhin in der Aktie, dass die Korrekturen eigentlich immer sehr kurz waren und man kaum Geld damit verdienen kann. Und ich mich deswegen auch immer wieder frage, naja, warum möchten denn eigentlich so viele, viele Trader eigentlich immer wieder Korrekturen handeln? So, und es ist halt so, der ein oder andere ist damit vielleicht auch erfolgreich mit Korrekturen handeln. Wir haben heute auch wieder die Umfrage gemacht im Seminar unter 35 Teilnehmern. Dann ist vielleicht einer dabei,
der das vielleicht profitabel hinbekommt. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, sind es dann umgerechnet ungefähr 3 bis 5%. Die anderen tun sich halt deutlich schwerer. Und ist ja auch klar, die Korrekturen sind kürzer, verlaufen nicht so sauber. Und dann stelle ich mir immer die Frage, naja, warum wollen wir nicht einfach das Umgekehrte handeln, nämlich die Bewegung? Denn die ist viel einfacher zu handeln und die ist halt deutlich länger. Und das sieht man hier auch im DAX. Ich habe hier mal einen langfristigeren DAX-Chart als Tageschart aufgebaut. Und es geht jetzt gar nicht darum, wie viel Performance das ist, sondern es geht hier einfach nur darum, euch mal zu zeigen, wenn ihr hier die Bewegung seht, was passiert hier in der Korrektur? Die Bewegung ist ziemlich sauber nach oben, aber die Korrektur verläuft hier eigentlich eher seitwärts, hat hier unten mal so einen kleinen Top-Boden und dann geht es halt wieder sehr sauber nach oben. Das seht ihr hier. Es gibt kaum Korrekturtage. Hier ist mal ein einziger Korrekturtag. Das sieht man daran. Hier so eine rote Kerze und danach zieht es halt weiter hoch. Und dann kommt hier halt wieder die Korrektur und in der nächsten Bewegung sieht man es auch schon wieder fast jeden Tag. Haben wir halt steigende Kurse, hier eine kurze Korrektur und dann geht es hier halt wieder dann in die nächste Korrektur rein und dann auch hier wieder jeden Tag, fast jeden Tag immer steigende Kurse. Und das ist eben der Grund, warum ich immer sage, handelt doch lieber Trends oder handelt nur die Bewegung. Und lasst doch einfach die Korrekturen weg, wenn die eh A schwer zu handeln sind und B sowieso auch noch wenig Ertrag bringen, weil das alleine reicht schon aus, um eure Performance ein ganzes Stück weiter nach vorne zu bringen. Und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was Trading tatsächlich erfolgreich macht. Das ist das richtige Risk- und Money-Management. Und da solltet ihr auch darauf achten, weil das extremst wichtig ist. Denn man kann natürlich immer mit einem konstanten Risiko arbeiten. Also bleiben wir mal bei einem 5.000-Euro-Konto, weil das werden wir auch live bei kleinen Konten dann wie üblich auch wieder handeln. Und wenn man immer sagt, naja, ich habe halt ein festes Risiko von 50 € oder 100 € und man erhöht dieses Risiko nicht, sondern bleibt immer auf diesem gleichen Risiko, dann wird es dazu kommen, dass die Gewinne natürlich steigen kontinuierlich und es geht auch schön nach oben. Aber wenn man die Gewinne nehmen würde und wenn man das Konto von 5.000 auf 5.500 auf 6.000 hochtradet und dann eben statt 50 € 55 € nimmt, dann 60 €, 70 €, 80 €, dann bekommt ihr eben dieses exponentielle Wachstum, diesen sogenannten Zinseszinseffekt. Und das seht ihr hier eben sehr schön dargestellt, wie das Konto dann deutlich, deutlich schneller eben ansteigt. Und das ist eben genau etwas, was ich in den ersten 5 Jahren meines Handels ganz massiv betrieben habe. Ich habe einfach die Gewinne, die ich gemacht habe, immer wieder investiert, investiert, bis zu dem Zeitpunkt wirklich, wo das Konto dann so groß gewesen ist, dass ich da ausschließlich wirklich perfekt von leben konnte und wo es eigentlich nur noch darum ging, nie wieder das Geld zu verlieren, was man an der Börse gewonnen hat. Ich habe euch auch mal einen Auszug aus dem Trading Journal vom letzten kleinen Konto mitgebracht. Damit sind wir letztes Jahr im Oktober gestartet mit dem Echtgeld. Dann, nachdem die Grundlagen gelegt waren, haben wir den ersten Trade am 4. November dann gemacht. Könnt ihr hier vorne ganz gut auch in der ersten Zeile sehen. Und haben dann in der Zeit, in den 30 Tagen, die danach kommen, insgesamt 6 Trades gemacht. Auch das vielleicht eine spannende Erkenntnis bei kleinen Konten. Also es geht nicht darum, dass wir jeden Tag, jede Woche so und so viele Trades machen wollen, sondern ich möchte euch auch so ein bisschen mitgeben, im Trading geht es eigentlich gar nicht darum, wie jetzt bei der normalen, wenn man normal vielleicht unterwegs ist und arbeitet, dass man natürlich für Leistung bezahlt wird. Sondern beim Trading geht es eben nicht darum, wer mehr tradet, bekommt mehr Geld, sondern beim Trading geht es darum, richtige Entscheidungen zu treffen. Und wer richtige Entscheidungen trifft, bekommt halt das auch bezahlt in Cash. Und wenn man falsche Entscheidungen trifft, da kann man noch so viel gearbeitet haben, dann kann auch am Ende ein Minus bei rauskommen. Und hier ist eben das Ziel bei der Umsetzung, dass wir hier eben gute Entscheidungen treffen möchten, im Idealfall 1 bis 2 Trades pro Woche auch absetzen, so wie hier jetzt auch in 30 Tagen eben 6 Trades. Im Regelfall haben wir 2 Trades meistens parallel laufen, manchmal auch 3, je nachdem, welche Marktphase wir haben. Wir arbeiten auch immer mit Echtgeld. Wie gesagt, im letzten Jahr war es 4.0, dieses Jahr ist 5.0. Das heißt, wir machen es das 5. Jahr jetzt. Kleines Konto, Großtraden starten auch immer mit 5.000 € und wir haben dann beim letzten Mal eben auch in diesen 30 Tagen 9,3% Performance dann am Ende des Tages rausgeholt und eben nicht, indem wir irgendwelche Hebelgeschichten gemacht haben, sondern ihr seht hier, bis auf einen Trade, den wir in der Nasdaq gemacht haben, sind das ganzen Trades hier entsprechend auch Aktientrades.
Was auch spannend ist, und das ist nicht das erste Mal, sondern es ist fast jedes Mal so, wenn ihr euch die Trefferquote anschaut, wir haben halt einen von den Trades, die wir gemacht haben, im Minus gehabt, die anderen sind im Plus. Also auch das ein Zeichen, wo wir sehr, sehr viel Wert drauf legen, eben, dass wir gute Setups raussuchen. Wir machen in der Trader-Ausbildung beziehungsweise bei kleinen Konten eben auch diesen Screening-Prozess, da kommen wir auch gleich noch drauf, mehrfach gemeinsam auch, damit ihr auch lernt, wo ist das Augenmerk, wo sollte man hinschauen als Trader, damit man hier auch die richtigen Aktien findet, die dann auch relativ schnell durch die Decke gehen. Wie gesagt, da nach 30 Tagen ein ziemlich gutes Ergebnis, wie ich finde. Es wäre jetzt auch zu kurz gesprungen zu sagen, naja, das können wir jetzt einfach mal 10 oder mal 12 rechnen. Dann haben wir am Ende des Jahres halt 100%. Das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen utopisch, nicht, dass das nicht manche Trader erreichen. Aber das wird mir jetzt für kleines Konto hier doch ein bisschen zu weit führen. Aber ich will euch damit zeigen, es ist eben nicht so schwer, eine gute zweistellige Performance zu erreichen. Und wie gesagt, wir sprechen hier jetzt auch von der Performance von 30 Tagen. Was sind die Inhalte zum Webinar, was wir machen? Es geht um die Beschreibung, wie schafft man es überhaupt, aus einem kleinen Konto ein großes Konto zu machen? Also welche Voraussetzungen solltet ihr als Trader oder Traderin mitbringen? Das Thema Brokerage und Charting ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade welche Charting-Software soll ich nehmen? Brauche ich kostenpflichtige oder reichen kostenfreie? Und ja, es reichen kostenfreie Tools. Wir zeigen euch, welche richtig sind. Kriegsentscheidend und simpel muss allerdings die Swiss und Money Management sein. Das ist das Fundament des Tradings. Und wenn ihr das nicht wirklich beherzigt, dann seid ihr eigentlich von Anfang an zweiter Sieger, so wie ich das in den ersten anderthalb Jahren im Trading auch gewesen bin, weil ich alles immer auf eine Karte gesetzt habe, weil ich gedacht habe, naja, ich habe ein kleines Konto, da will ich das Ganze jetzt nicht noch auf zwei oder drei Aktien splitten. Aber genau das ist natürlich das Verkehrte gewesen, denn ich habe damals mein Konto von 5 auf 50.000 tatsächlich relativ zügig hochgetradet gehabt, immer alles auf eine Karte gesetzt und dann einmal eben auf das falsche Blatt gesetzt. Das war damals die Aktie BID, Börseninformationsdienste aus Berlin. Ich habe das vorhin schon erzählt, die Story, als ich unten noch im Seminarraum war. Da war es wirklich so, ich war in der Aktie drinne, die ist vom Handel ausgesetzt worden. Das heißt, man konnte die dann plötzlich nicht mehr handeln. Ich konnte auch meine Aktie nicht verkaufen. Und 3 Tage später wurde die Aktie zwar wieder eingesetzt, aber ich hatte halt 90% mit einem einzigen Trade verloren. Und das hat halt wehgetan vor 25 Jahren und daraus habe ich halt vieles lernen können. Und diese Dinge, die ich in den letzten 25 Jahren halt gelernt habe, aus Fehlern, aber eben auch aus Dingen, die an der Börse halt einfach passieren, all diese Dinge möchte ich euch natürlich bei kleines Konto mitgeben, weil es geht einmal natürlich um das Fachwissen, aber eben auch darum, nicht jeder muss jeden Fehler selber machen. Was für mich ganz wichtig ist, und das wisst ihr, wenn ihr meinen Wochenausblick oder den großen Marktausblick auch hier bei FX Flat verfolgt, für mich ist tatsächlich die Analyse, die Großwetterlage, also zu kennen, erkennen, ob wir draußen Sonnenschein haben, Regen oder eben schlechtes Wetter, ganz, ganz wichtig. Und das habe ich vor 2 Wochen, das kam heute auch noch so ein bisschen raus, vor 2 Wochen habe ich schon gesagt, an der Nasdaq, ich werde jetzt keine neuen Trades mehr eingeben. Warum? Weil es einfach viele Faktoren dafür gab, die dafür gesprochen haben, dass die Nasdaq oben ist und dass wir jetzt hier in eine Korrektur laufen. Und welche das sind und wie man das Ganze umsetzen kann, darüber werden wir dann auch natürlich bei kleinen Konten sprechen, weil mein Ziel ist natürlich, dass ihr lernt, eigenständig zu agieren. Wir werden darüber sprechen, was ist Trend- und Bewegungshandel und wie kann man die als Trader eigentlich umsetzen. Denn das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man eben weiß, wann mache ich einen Trendhandel, wann sollte ich einen Bewegungshandel machen, wie sieht es mit Unschärfe aus oder Umkehrstäbe, vielleicht wisst ihr auch noch gar nicht, was das ist und vor allen Dingen, wie man das Ganze dann umsetzen sollte. Ja, und dann geht es darum, wie baut man eigentlich einen Handelstag auf als privater Trader, der eigentlich im Regelfall einen Hauptberuf hat, wo er 8 Stunden vielleicht berufstätig ist, und dann vielleicht nach Hause kommt und jetzt traden möchte. Und dann geht es um den Screening-Prozess. Also wie finde ich genau die Aktien, die jetzt auch gut laufen? Also wie hat man jetzt, hätte letzte Woche man rausfinden können, welche Aktien jetzt stark sind? Sind es die Banktitel? Hätte man natürlich drauf kommen können, aufgrund dessen, dass die Zinsen in den letzten Wochen gestiegen sind. Banken sind die großen Profiteure, die Automobilindustrie als zyklische Aktien sind in den letzten Tagen stark gestiegen. Also wie man diese Dinge findet, wie wir das ja auch bei uns im Screening-Dienst machen, da machen wir das ja auch, dass wir diesen Screening-Prozess zeigen und die Aktien da herausfiltern. All das, wie man das direkt macht, auch ohne dass man solche Dienste in Anspruch nehmen muss, das ist eben das, was wir bei kleines Konto eben erreichen möchten.
So, und wie handelt man aus der Korrektur heraus? Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil wenn man aus der Korrektur heraus natürlich einen Trade aufmacht, dann hat man immer den Riesenvorteil, dass man natürlich den großen Teil der Bewegung mitnimmt. Und wie man das Ganze macht, um solche Performances zu erreichen, wie wir das erreicht haben, darum geht es halt bei kleines Konto groß traden. So, und dann natürlich immer noch einer der wichtigsten Punkte, schreit sich so ein bisschen die Gemüter, wie hoch der Anteil der Psychologie im Trading tatsächlich ist. Aber wir werden uns sicherlich in dem Bereich zwischen 60, 70% bewegen. Das sagen zumindest die meisten Studien. Deswegen ist natürlich auch das Thema Angst und Gier im Trading extremst wichtig. Also werden wir dem Ganzen auch gerecht. Und wir haben das Ganze so genannt, wie kontrollieren wir uns selber? Ja, und dann werden wir auch noch ein Webinar zum Thema Screening tatsächlich machen, also nicht nur einmal, sondern auch zweimal, weil gerade der Screening-Prozess einer der wichtigsten Bereiche ist, um profitabel zu handeln. Das ist einmal das Risk- und Money-Management als, ja, Grundlage, als Fundament, wenn ihr es als Haus sehen möchtet, damit man erfolgreich wird. Aber den Screening-Prozess braucht man einfach, um die richtigen Aktien zu finden, weil wenn man einen Index handelt, dann kann man das Ganze ja auch, dann macht man halt 6 bis 8% mit Buy and Hold. Wenn wir aber eine Aktie finden, die eben deutlich besser aussieht, wie jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen eben die Daimler-Aktie oder Covestro, wenn ihr euch so einen Chart anschaut, was da in den letzten 3, 4 Wochen passiert ist, dann sieht man einfach, dass durch einen guten Screening-Prozess ihr extremst viel Performance machen könnt. Und deswegen machen wir hier auch nochmal einen zweiten Teil dazu. Ja, wann geht das Ganze los? Diese Webinar-Reihe, das sind ja ganz, ganz viele Webinare, die alle live stattfinden. Es ist also nichts aus der Retorte als Videoform, sondern es ist wirklich alles live, sodass ihr hier auch immer eure Fragen entsprechend stellen könnt. Starten tun wir wirklich schon kurzfristig, nämlich am 23. März. Hier sind auch schon mal die Webinar-Termine. Ihr seht da schon, da geht es also immer Stück für Stück los. Teil 1 und 2 dann gleich, wie gesagt, am 23. sind immer 2 Doppeltermine. Das heißt, wir haben also immer 2 Stunden und das Ganze geht dann bis Mitte Juni, das heißt also der März, der April, der Mai, ja, und der Juni. So, jetzt zum Schluss natürlich noch, was kostet das Ganze? Für alle die, die noch nicht geschaut haben, kommen wir jetzt drauf. Insgesamt geht das kleine Konto Großtraden, also es sind 12 Live-Webinare. Das haben wir verändert zur Vergangenheit. Da haben wir immer 10 Webinare gehabt. Wir haben es jetzt erweitert auf 12, weil einfach immer sehr, sehr viele Fragen da sind und wir haben auch noch ein bisschen mehr an Wissen auch mit reingepackt, so dass das Ganze für euch dann auch wirklich rund ist. Zusätzlich bekommt ihr noch einen 10-teiligen Online-Kurs von uns mit dem theoretischen Wissen sowie den Live-Trades aus der Vergangenheit aus kleines Konto Großtrade mit insgesamt 25 Stunden Videomaterial insgesamt. So, und darauf habt ihr natürlich zeitlich unbegrenzten Zugriff. So, und das ganze Investment für dieses 12-teilige Webinar, inklusive der 10 Teile aus der Vergangenheit, beträgt nur 690 Euro und das ist, glaube ich, ein fairer Preis dafür, was ihr hier an Leistung bekommt für 3 bzw. 4 Monate, während wir kleines Konto Großtraden machen. Wie gesagt, das Ganze wird mit einem Echtgeldkonto dann wie in der Vergangenheit auch eben entsprechend hinterlegt. Vielleicht noch ein bisschen, was sagen andere zu dem, was wir machen? Wir haben ja einmal vom Proven Expert natürlich immer, jedes Jahr sind wir ausgezeichnet worden als Top-Dienstleister, auch in 2021 wieder. Und hier habe ich noch ein paar Kundenbewertungen mit reingebracht, von den Teilnehmern von Kleines Konto, Großtraden. Mehr dazu findet ihr auch bei mir auf der Webseite mariolüdemann.com. Wenn ihr dort auf Trading geht, das vielleicht dann auch noch ganz wichtig, dann zeige ich euch auch gleich, wie kommt ihr zu kleines Konto Großtraden. Wenn ihr sagt, ja, das ist genau das, was ihr machen möchtet, dann zeige ich euch das jetzt auch noch und dann würde ich dann auf eure Fragen natürlich auch noch eingehen. Wie gesagt, ihr findet mich unter mariolüdemann.com. Die meisten von euch werden es wissen. Dann hier auf das Thema Ausbildung gehen, Trading und dann kleines Konto groß traden. Dort, wie gesagt, findet ihr alles zu kleines Konto groß traden und könnt euch da auch, wenn ihr möchtet, anmelden. Und wenn ihr euch hier in den Newsletter anmeldet, dann, wie gesagt, bekommt ihr den Wochenausblick immer auch schon einen Tag vorher. So, dann würde ich sagen, schaue ich jetzt gleich nochmal auf den Fragenbereich. Ich muss hier einmal kurz das Feld nochmal kurz aufmachen, den Chatbereich. So, und dann würde ich mal sagen, dann starte ich mal mit den Fragen, die da jetzt reingekommen sind. Ich muss das Feld noch gerade ein bisschen größer machen. Wie gesagt, auf dem Laptop ist das alles ein bisschen schwieriger als sonst.
Aber das kriegen wir hin. So. Das ist eine Frage, die hat der Wolfgang schon beantwortet. Stefan fragt, ich mache eine Trade-Auswertung, bin aber noch nicht besonders erfolgreich, werde oft ausgestoppt und dann bin ich nicht dabei. Ja, das ist genau das eben, Stefan, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist wirklich etwas, was eben vielen Tradern so geht, gerade wenn man noch so am Anfang steht. Das kann an der Auswahl der Aktien tatsächlich liegen, die man auswählt, oder eben entsprechend am Stop-System oder als drittes, es kann auch das Handelssetup sein. Und das ist genau der Punkt, warum ich eben genau auf diese Dinge eben immer eingehe dabei. Günther fragt, welchen Trend sollte man eigentlich handeln? Also ich nehme halt immer gerne den kleinsten Trend tatsächlich, der im Tageschart oder im Stundenchart sichtbar ist. Wenn ich im Daytrading bin, dann nutze ich natürlich dann im Regelfall eher den 5-Minuten-Chart oder auch zur Handelseröffnung den Minuten-Chart. Aber ich versuche tatsächlich immer den kleinstmöglichen Chart beziehungsweise den kleinstmöglichen Trend zu nutzen. So, eine Frage, kann man das Ganze steuerlich absetzen? Das ist immer so ein bisschen so ein Babonspiel tatsächlich mit dem Finanzamt. Also bei Trader-Ausbildung ist tatsächlich so, dass viele das versuchen, das abzusetzen. Das ist normalerweise als Privatanleger eben, weil es eben diese 25% Kapitalertragssteuer gibt, die ja deutlich niedriger ist, als wenn man Einkommensteuer jetzt beispielsweise 42% bezahlen müsste, dann sagt der Staat, nee, man kann solche Weiterbildung eben nicht absetzen. Das ist immer das Ungerechte, dass Privatpersonen das meistens nicht können. Wenn man eine Kapitalgesellschaft hat, also eine GmbH beispielsweise, auch für einen anderen Bereich, also wenn man eine Firma hat, dann kann man es plötzlich schon absetzen. Also das sind halt so die Spielregeln. Also von daher im Zweifelsfall immer den Steuerberater fragen. Johannes fragt, wie ist deine Meinung zum Volumentrading? Wo liegen die Vorteile und Nachteile? Also ich kann zum Volumentrading gar nicht so viel wirklich sagen. Ich kann dir so was, also insofern was sagen. Wir haben natürlich ganz früher, also noch vor 15, 20 Jahren, ganz viel aufs Volumen geschaut. Das liegt einfach daran, dass die Art des Tradings damals etwas anders war, als sie heute ist. Man konnte früher noch alle Orders im Markt sehen. Das heißt, dass auch wenn die großen Marktteilnehmer im Markt agiert haben, die haben häufig zu den Schlusskursen agiert, manchmal aber auch über den Tag verteilt, dann konnte man diese Orders sehr gut sehen. Man kann sogar manchmal sehen, je nachdem, bei welchem Broker man ist, wer der Käufer oder der Verkäufer ist. Nicht den Namen davon, aber die Adresse des Brokerhauses. Das ist allerdings heute nicht mehr möglich. Nicht mal, dass man sieht, wer der Gegner ist. Das kann man schon noch sehen. Aber heute haben die Großen die Möglichkeit, ihre Trades zu verstecken. Das heißt, die arbeiten mit Eisberg-Orders und deswegen bin ich eben nicht so der größte Freund des Volumentradings. Aber das ist wirklich auch keine hundertprozentige Sicht, weil ich kann auch nur aus meinem Blickwinkel draufschauen und habe einfach auch zu wenig Erfahrung dazu. Also kann ich dir tatsächlich am Ende des Tages auch nicht sagen. Kann man mit Trades parallel zur Ausbildung zu direkt mittraden, fragt Michael. Ja, wir machen ja dadurch, dass wir den Screening-Prozess gemeinsam machen, könnt ihr natürlich auch die Aktien, die wir auf die Watchliste setzen, mit den entsprechenden Setups auch dann entsprechend nutzen. Was wir nicht machen, ist ein Signaldienst. Das heißt also, wir werden nicht hingehen, wenn wir in einen Trade dann hineinkommen, euch eine Mail schreiben, so, wir sind jetzt in den Trade hineingekommen, weil das kriegen wir auch, oder ich meistens auch gar nicht mit, weil ich gebe meine Orders auch morgens meistens um 9 Uhr ein und dann werde ich halt irgendwann im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche eingestoppt. Was wir aber machen ist, wir machen halt so gemeinsam mit euch natürlich den Screening-Prozess und sagen, pass mal auf, diese 5 Aktien sehen halt gut aus und dem Setup versuchen wir halt in diese Aktien reinzukommen. Und das hat in den letzten Wochen und Monaten halt immer super, super gut funktioniert. Was haben wir hier? Albrecht fragt, ist es ratsam, Ihr Buch als Begleitmaterial zur Ausbildung anzuschaffen? Ja, Albrecht, das ist jetzt eine, bringst du mich in eine Zwickmühle mit deiner Frage. Also grundsätzlich muss ich natürlich als Geschäftsmann und von jemandem, der begeistert ist von seinem eigenen Buch, sagen, ja, natürlich musst du das Buch auch haben. Aber nein, das geht natürlich auch ohne Buch. Also in dem Buch
schreiben wir eben, oder habe ich damals eben aufgeschrieben, wie eben wir beim ersten Mal kleines Konto gehandelt haben, haben wir viele Dinge daraus genommen, um einfach auch sehr praktisch dieses Buch zu gestalten. Das ist eines der wenigen Börsenbücher, finde ich, die eben einen sehr hohen praktischen Anteil haben. Also wir gehen da nicht sehr viel auf die Basics ein, die man sowieso heute kostenfrei überall im Netz bekommen kann, sondern geht eben viel darauf ein, Trades, die wir eben auch bei kleines Konto live gemacht haben, wieso, weshalb, warum gehen wir eigentlich in diese Trades hinein. Und das ist der große Mehrwert, finde ich, auch bei kleinen Konten, die ihr auch bei den Feedbacks findet, wenn ihr auf meiner Seite seid und dann bei Proven Expert mal schaut, das ist eben diese Transparenz, dass wir eben sagen, passt auf, das sind die Aktien, die wir im Screening herausgefunden haben, das sind die Aktien, die auf der Watchlist sind, diese Aktien haben wir dann gehandelt und dann, wenn der Trade zu Ende ist, dann erklären wir genau, wieso, weshalb, warum bin ich in diesen Trade hineingegangen, unabhängig davon, ob der Trade dann im Gewinn oder im Verlust war. Wir sprechen also genau darüber, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, dass ihr auch versteht, warum man denn einen Trade denn auch tatsächlich eingehen sollte, weil das ist ja das, was am Ende des Tages auch wichtig ist, dass man nicht nur etwas nachtradet, weil wenn man nur etwas nachtradet, dann kann man ja auch nicht ein selbstständiger Trader werden, weil dann werdet ihr nach den 10, 15 Wochen eben auch nicht viel weiter, sondern es geht einfach darum, auch zu verstehen, wieso, weshalb, warum so machen wir eben solche Trades. So. Kann man die 12 Webinare live von zu Hause aus mittraden? Ja, es sind 12 Webinare. Wie gesagt, also der Prozess ist genau der, den ich gerade gesagt habe. Wir machen halt den Screening-Prozess, gemeinsam die Watchlisten und dann eben auch die entsprechenden Setups. So. Markus fragt, ich habe schon ein bisschen Grundwissen und nutze auch IB und TradingView. Ab welchem Wissensstand lohnt sich das Seminar nicht mehr? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, das kann ich nicht sagen. Wo soll ich da die Grenze ziehen, ab wann es sich nicht mehr lohnt? Also ich kann da ja so viel sagen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel beim Trader-Seminar hier in München von den 35 Teilnehmern hatten ungefähr 10 kleines Konto Großtraden im letzten Herbst gemacht. Und da waren eben viele dabei, die eben auch große Konten hatten, die das aber als Basis genutzt haben, um einmal ein bisschen zu wissen, auf was lasse ich mich eigentlich ein, und waren halt so begeistert von kleinen Konten, dass sie dann auch das große Trader-Seminar am Ende gebucht haben. Ist also ganz schwer zu sagen, wo du jetzt die Grenze ziehen willst, welcher Trader ist halt gut oder nicht. Ich würde es mal so rum machen. Wenn du profitabel bist und im Jahr 20, 30, 40, 50% machst, dann hast du sicherlich vieles, was du schon richtig gemacht hast. Wenn das allerdings nicht der Fall ist und du vielleicht noch so an der Gewinnschwelle herum dümpelst, also 10% plus oder 20% plus oder 10, 20% minus, dann glaube ich, dann wird es was für dich sein. Ist das Seminar auch für einen totalen Einsteiger geeignet? Ja, weil dafür ist genau kleines Konto eben gedacht, dass man eben weiß, wie es losgeht. Kann man auch mit einem Startkapital von 1.000 Euro mitmachen? Man kann auch mit einem Startkapital, Mario, von 0 mitmachen. Das ist eigentlich vollkommen egal. Es geht nicht darum, wie viel Geld ihr habt. Das kontrolliert ja auch keiner. Und ob ihr live mit Sachen macht oder ob ihr es im Demokonto macht, ist dabei vollkommen egal. Werden wir auch über die Steuer sprechen in der Webinarreihe? Also ja, wir werden natürlich mal kurz drüber sprechen, wie ich mit der Steuer umgehe. Ansonsten, ich bin halt kein Steuerberater, darf mich dazu also auch gar nicht großartig äußern. Aber natürlich werde ich euch sagen, wie das mit der Kapitalertragssteuer läuft und warum ich halt bei Aktientrades nur 1,5% Steuern bezahle und nicht 25. Das werden wir da auch ansprechen, wenn ihr mich das fragt. Also ich werde euch halt die Fragen auch beantworten, die ihr halt habt, ne? So. Ist deine Ausbildung auch für Berufstätige interessant? Also Trading im Tageschart, ja, genau dafür ist es interessant, Fred Paul, weil wir werden da kein Daytrading betreiben, weil dafür ist kleine Konten nicht gedacht, weil erstens mit so einem kleinen Konto finde ich es sowieso immer ein bisschen schwierig mit dem Daytrading. Geht zwar, aber deutlich schwieriger. Meiner Meinung nach geht es aber in erster Linie darum, dass man erstmal versteht, in den großen und mittleren Zeiteinheiten zu verstehen, wie das in der Tiefe funktioniert. Und wenn man das hat, kann man alles weitere machen. Also ja, es ist genauso dafür geeignet. Es ist auch egal, ob du morgens mal eine halbe Stunde Zeit hast oder eine Viertelstunde Zeit hast oder abends oder mal zwischendurch. Darauf kommt es also wirklich überhaupt nicht an. Rudi fragt, kann man bei euch auch ein Praktikum machen? Das hat zwar jetzt hiermit nichts zu tun, aber ja, grundsätzlich schon. Musst du dich halt bewerben. Was allerdings wichtig ist, wir nehmen nur Praktikanten, die auch bereit sind, ein Jahr ein Praktikum bei uns zu machen.
Und wir haben auch im Moment Praktikanten, der bleibt aber noch bis Juni und dann wird die Stelle halt wieder vakant sein. Würde man mit einem größeren Konto, sechsstellig, bei kleines Konto Großtraden die Aufteilung Investment und Trading erlernen? Lohnt sich die Aufteilung bei der Größe oder bleibt man besser beim Trading? Ist eine gute Frage, Waldemar. Also wir reden jetzt eigentlich ja nicht mehr über ein kleines Konto. Ne? Also ich würde schon sagen, das ist schon eher mittel bis groß. Also wir reden halt bei kleinen Konten über Trading und nicht über Investment. Ne? Also wenn du das aufteilen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall unser Investment-Seminar, kleines, weil das ist halt was anderes, investieren als traden. Wir trennen das wirklich ganz strikt. Findest du auch auf meiner Webseite einiges zu. Oder eben auch bei Rendite Unlimited reden wir 2 Tage nur über Trading und Investment. Also gerade in der Größenordnung würde ich dir dann eher unser Investment-Seminar empfehlen. Damit macht man ungefähr 15% Performance im Durchschnitt pro Jahr bei etwa 2 bis 3 Stunden zeitlichem Aufwand. Und das ist natürlich schon mal eine schöne Größe. Und wenn du dann sagst, habe ich einen Teil, mit dem ich Trading machen möchte, dann kannst du natürlich die Grundlagen von kleines Konto Großtraden da sicherlich gut mitnehmen. Ansonsten bietet sich natürlich sonst auch alternativ die Trader-Ausbildung an. Du kannst es aber auch, wenn du erst kleines Konto machst, dann anschließend auch verrechnen, dann hinterher mit der Trader-Ausbildung, wenn du möchtest. Sonst einfach fragen oder ruf uns einfach sonst an, wenn du noch Fragen dazu hast. So, 10 Minuten noch, dann schauen wir, was wir noch haben. Macht es Sinn, bei hochvolatilen Aktien andere Zeiteinheiten zu nutzen, um bessere Stops zu finden? Naja, es kommt ja grundsätzlich sowieso darauf an, welche Zeiteinheit ist überhaupt geeignet bei dem entsprechenden Chart. Geht ja also nicht nur um volatile Aktien, aber genau das besprechen wir natürlich auch in der Ausbildung. Welche Größe, also welche Zeiteinheit sollte man denn eigentlich bei welcher Bewegung überhaupt nutzen? Kann man autodidaktisch lernen, den DOM, also Marktdaten Level 2, besser zu handeln? Geht das überhaupt oder muss man dafür eine Ausbildung machen? Also ich finde, dass es heute extremst, ich habe das ja vorhin schon mal kurz aufgegriffen, total schwierig geworden ist, Level 2 Marktdaten überhaupt noch professionell umzusetzen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das noch macht, auch kann. Also, ne? Also es geht ja immer darum, also es gibt vieles, was an der Börse funktioniert. Ich habe ja früher ausschließlich Arbitragehandel gemacht, dann Minutenhandel, dann habe ich angefangen, auf Tag und Stunde zu handeln. Heute haben wir riesige Investmentportfolios auch, die wir nutzen. Marktdaten kann man natürlich auch nutzen, aber das Problem ist einfach bei den Marktdaten Level 2 heute, es gibt halt zu viele Eisberg-Orders und deswegen ist es sehr schwer, heute eben mit Level 2 Daten richtig was anzufangen, weil auch viele große Institutionelle eben auch nicht mehr über Xetra ihre Positionen abdecken. Bis wann ist die Anmeldefrist, fragt Vitali. Also eigentlich kann man sich jederzeit anmelden, von jetzt an im Prinzip auch noch nach Beginn von kleines Konto Großtraden. Wäre natürlich blöd, wenn man sich erst nach dem 23. anmeldet, dann hat man den ersten Teil verpasst. Trotzdem bekommt man natürlich im Nachgang auch die Aufzeichnung dazu, wenn man sich im Nachgang anmeldet. Also eigentlich ist es egal. Wichtig ist, die Freischaltung kommt eben erst und deswegen würde ich es eigentlich immer eher schon 2, 3 Tage vorher machen, nachdem du dich angemeldet hast und dann entsprechend das Geld überwiesen ist. Danach bekommt man dann entsprechend die Freischaltung. Wie groß sollte das Konto sein, damit sich kleines Konto überhaupt lohnt, fragt Christoph. Ist eigentlich egal, weil ich bin eigentlich gar nicht so der große Freund davon, wenn man anfängt zu traden. Vielleicht hilft euch das auch so ein bisschen. Wenn man noch ziemlich am Anfang ist und noch keine Gewinne macht, unabhängig davon, ob das Konto 20.000 groß ist, 10.000, 5.000 oder 1.000, macht es einfach wenig Sinn, mit einem großen Risiko im Markt zu agieren. Denn was passiert, wenn ihr mit einem großen Konto agiert oder mit einem hohen prozentualen Hebel unterwegs seid, wenn ihr nicht profitabel seid. Was passiert ist, eure Verluste werden einfach nur größer. Es geht also nicht darum, Gewinne zu maximieren, weil wenn ihr noch keine Gewinne macht in der Vergangenheit, dann macht das halt auch keinen Sinn, mit viel Geld an die Börse zu gehen, sondern der umgekehrte Weg ist doch schlau. Man wird profitabel und das sind eben viele in den letzten Jahren immer wieder geworden über den Weg von kleine Konten oder eben auch über die Trader-Ausbildung und geht dann hin und skaliert nach oben. Ne? Wenn ihr jetzt bei kleine Konten die Grundlagen gelegt habt und ihr profitabel seid und dann zweistellige Renditen macht, auch ohne Hebelprodukte, ihr könnt ja auch CFDs verwenden und. Nur wir machen halt in der Auflistung eben einfach so, als wenn wir die Aktie im Direktinvestment gehandelt haben, also ohne Hebel.
Und wenn ihr profitabel seid, dann macht es natürlich Sinn, auch mit mehr Geld natürlich an die Börse zu gehen, weil dann ist der Effekt ja auch viel größer. Nur solange man nicht profitabel ist, aus meiner Sicht, macht das Ganze dann auch entsprechend wenig Sinn. In die gleiche Richtung geht es auch die Frage von Jens. Muss das Startkapital 5.000 oder größer sein? Nein, es würde genauso gut mit 1.000 Euro funktionieren. Max schreibt, ich bin Schichtler und kann dann nicht immer live dabei sein. Bekommt man die Seminare auch per Video? Ja, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, Max. Ihr bekommt jedes Video. Wir verschicken die Videos, genau wie bei den anderen Ausbildungen auch, immer am darauffolgenden Tag, im Regelfall am Vormittag. Sobald die Aufzeichnungen konvertiert sind, werden die an euch geschickt und ihr bekommt auch die ganzen Präsentationen dann von uns auch mitgeschickt als PDF. Das heißt also, ihr habt nicht nur das Video, sondern auch die entsprechenden Präsentationen, wo ihr dann euch entsprechend auch Notizen machen könnt. Ist es auch für Schweizer, der vorwiegend amerikanische Aktien handelt, geeignet? Fragt Marc. Ja, mein Schwerpunkt ist tatsächlich der Aktienhandel. Das heißt, ich handle zu 90-95% Aktien auf der Long- und auf der Short-Seite, sowohl deutsche als auch amerikanische Aktien. Die ersten 10 Jahre meines Berufslebens war der Anteil der deutschen Aktien sicherlich 90%. Jetzt in den letzten 15 Jahren würde ich sagen, ist das Verhältnis ungefähr 70-30, 30% deutsche Aktien, 60-70% amerikanische Aktien. Was ich allerdings nicht mache, ist Optionshandel, weil also die Frage steckt da auch mit drin mit Optionen, das mache ich nicht. Wann ist das Frontalseminar? Also du meinst sicherlich die 90-Tage-Trader-Ausbildung. Die war jetzt dieses Wochenende. Die nächste ist dann im Mai. Da haben wir auch schon sehr viele Anmeldungen für. Und die ist auch in Frankfurt. Dann im Juli ist sie wieder im Mai in München, im Juli in München und im September in Frankfurt. So, also wir sind die nächsten 2 Male noch in München und dann in Frankfurt. Du findest aber bei mir auf der Webseite mariolüdemann.com unter Trader-Ausbildung alle Termine für die Live-Veranstaltung. Ist das Ganze als markttechnischer Ansatz aufgebaut? Ja, also ich handle halt seit 15 Jahren einen markttechnischen Handelsansatz, den wir halt adjustiert haben, eben so, dass er für mich profitabel ist. Wir haben ja, wenn ihr bei mir in der Facebook-Gruppe seid, Markttechnik erfolgreich handeln. Wenn nicht, könnt ihr euch da ja auch anmelden, ist auch kostenlos. Da habe ich zum Beispiel Anfang des Jahres, irgendwann im Februar, auch die Aufzeichnung von Interactive Brokers, also auch den Chart, hochgeladen über die Performance der letzten Monate. Das seht ihr dann alles, wenn ihr bei mir auf der Seite seid. So, werden die Webinare aufgezeichnet? Habe ich schon gesagt, ja, werden sie. Ne, also ist alles für euch da. Stefan fragt, werden die Kosten für kleines Konto vom Traderkurs abgezogen? Wenn ich beides buche, ja, machen wir, Stefan. Müsstest du uns nur eine Mail schreiben, aber dann machen wir das. Also wenn du kleines Konto buchst und die Trader-Ausbildung, dann ziehen wir dir natürlich die 690 Euro dann entsprechend ab. Muss man Echtzeitkurse haben, um Tag und Stunde zu handeln? Das ist eine gute Frage, Hubert. Nein, braucht man nicht, weil gerade bei dem Handel von Tag und Stunde reicht tatsächlich 15 Minuten zeitverzögerte Kurse. Ihr werdet sowieso sehen, alles, was wir da machen, wird alles nur Dinge sein, die ihr kostenfrei bekommt. Selbst die Nachrichten bekommt ihr kostenfrei. Ich zeige euch alles, wo ihr die ganzen Dinge finden könnt. Sollte man Aktien aus dem S&P 500 bevorzugen? Ja, man sollte sie dann bevorzugen, wenn der S&P 500 besser aussieht als der Nasdaq, wie das im Moment ist. Aber im Moment sieht der deutsche Markt auch besser aus als der S&P 500. Und deswegen macht es im Moment eben Sinn, in erster Linie in DAX und S&P 500 zu investieren oder zu traden. Brauche ich eine Software, fragt Ulrich. Nein, braucht ihr nicht. Wie gesagt, wir machen hier ja alles und ich erkläre euch auch, welche Software ihr nutzen könnt, also welche Dinge kostenfrei für euch nutzbar sind und die wirklich auch gut ist. So, kurz vor 19 Uhr, ich würde sagen, schaue ich noch gerade. Stimmt die Uhrzeit für Teil 9 und 10, 19 bis 20 Uhr? Nee, die kann da nicht stimmen, weil das müssen 2 Stunden sein. Detlef, jetzt weiß ich nur nicht, ob das
18 oder bis 20 Uhr ist oder 19 bis 21 Uhr, aber die bekommt ihr dann nochmal auf jeden Fall gesondert zugeschickt. Dann war es vielleicht ein Schreibfehler hier bei uns. Wird das Finden von Aktien in dem Seminar behandelt? Ja, das ist das, was ich vorhin schon mal kurz gesagt hatte, Uwe. Der Screening-Prozess, das ist ja genau das, worum es geht. Also, wie finde ich eigentlich die richtigen Aktien? Genau das machen wir in zwei Webinaren wirklich, weil das elementar ist, um eben entsprechend profitabel zu handeln. Gibt es bei FXFlat eine Mindesteinlage? Ja, da müsst ihr einfach auf der Seite von FXFlat gucken. Vielleicht kann da Wolfgang sonst auch gleich kurz noch was dazu sagen. So, Markus, zu deiner Frage: Du hast Mastermind Wohler für Mai gebucht, ob du den Basic-Kurs kleine Konten dazu bekommen kannst. Schreib uns am besten an. Ich bin ab Mittwoch wieder im Büro. Werden wir schon eine Lösung finden, ne? Einfach eine kurze Mail, bitte. Okay, da schreiben schon die ersten. Vielen Dank. Ja, das passt dann auch zeitlich. Ich würde jetzt noch gerne die letzte Minute nutzen, wenn es für euch in Ordnung ist. Würde noch mal gerne auf erstmal mich bedanken für die vielen, vielen Fragen, die von euch gekommen sind. Wie gesagt, ich würde mich echt riesig, riesig freuen, wenn ihr bei der Abstimmung für den Black Bull Award, wenn ihr da tatsächlich da das Ganze auch machen würdet. Dauert wirklich nur eine Minute. Ich poste auch den Link hier nochmal rein. Würde mich also riesig freuen, wenn ihr da für mich mit abstimmt. Vorteil für jeden, der abstimmt, wird nochmal 1 € gespendet von dem Veranstalter vom Finanzkongress, und wir selber werden auch noch mal eine großzügige Spende obendrauf legen, unabhängig davon, ob ich jetzt gewählt werde oder nicht. Das spielt dabei gar keine Rolle, weil ich einfach die Idee total super finde. Ja, und das war es wieder von mir. Freue mich, wenn ich euch begrüßen darf bei Kleine Konto und Großtraden. Ansonsten natürlich wieder beim nächsten großen Marktausblick hier bei FXFlat, und dann gebe ich an den Wolfgang wieder zurück. Ja, Mario, vielen Dank. Wie immer sehr interessant. Wir hören uns ja wieder am 6. Mai, wenn ich mich nicht irre. Ne? Jawohl, jawohl. Bist du wieder bei uns? Ja, ansonsten bedanke ich mich bei allen Teilnehmern fürs lange Zuhören, und um die Frage von eben zu beantworten: Die Mindesteinlage für ein MetaTrader-Konto liegt bei 200 € und beim TWS-Konto, also Trader Workstation oder Interactive Brokers, liegt die bei 2.000 €. Ja, ich wünsche allen Teilnehmern, wenn noch getradet wird, einen erfolgreichen Handelstag, und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.